Moin Moin, ich bin Christian. Und ich bin Anna. Und das hier wird unser Dacia Docker Fazit nach 12.000 Kilometern und einem halben Jahr. Also bleibt dran. Fangen wir doch direkt einfach mal an mit dem Docker von außen, also mit der Optik und so. Wir haben ja den Dacia Docker Stepway hier genommen und in der Farbe Kometengrau. Und wir finden den optisch immer noch sehr schön. Also ich finde, der Dacia Docker ist einer der schönsten Hochdachkombis, die es gibt. Und auch mit der Farbe bin ich so eigentlich sehr zufrieden und finde die echt gut. Kleiner Nachteil an der Farbe, wie oft bei dunklen Autos, man sieht den Dreck halt super schnell. Das heißt, das Auto sieht eigentlich quasi immer dreckig aus. Gerade von hinten, ne, frisch aus der Waschanlage raus, ein paar Kilometer gefahren, und alles ist wieder dreckig. Hat man ja bei allen dunklen Autos so ungefähr. Und wir haben leider auch schon uns hier einen ziemlich fiesen Kratzer eingefangen. Da ist uns in der Garage so eine blöde Maschendrahtrolle umgefallen. Kann man nichts machen. Ist natürlich auch der dunkle Lack ein bisschen unpraktisch, weil die Grundierung darunter weiß ist und man dadurch den Kratzer halt einfach auch relativ stark sieht. Das Schönste hier an dem Stepway Docker ist meiner Meinung nach hier die Frontpartie. Die sieht, finde ich, echt richtig cool aus. Echt eine schöne Sache. Nicht ganz so zufrieden waren wir hier mit den Scheinwerfern, vor allem mit dem Ablendlicht. Das ist nämlich nicht so besonders hell standardmäßig. Das sind halt normale Halogenscheinwerfer. Da haben wir uns jetzt diese Osram Nightbreaker reingebaut. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Könnt ihr da oben mal draufklicken, wenn euch das interessiert. Ein kleines Problem hatten wir anfangs mit einer von unseren beiden Schiebetüren, mit der auf dieser Seite hier. Die ging am Anfang nämlich nicht richtig auf, hat immer gehakt und ging auch nicht besonders gut zu. Die musste man mit sehr viel Schwung zumachen. Da mussten wir zweimal in die Werkstatt, wurde halt auf Garantie jetzt richtig eingestellt und funktioniert jetzt gut. Und auch hier oben dieses Dichtungsgummi, das war nicht richtig fest, ne? Das hing hier vorne einfach lose runter. Haben sie dann auch in der Werkstatt kostenlos repariert und damit passt das jetzt. Auch ein bisschen unschön ist, dass man hier beim Dacia Docker immer noch ein aktives Reifendruckkontrollsystem hat. Das heißt, man muss irgendwie so Reifendrucksensoren dazu kaufen, wenn man neue Räder kauft. Haben wir auch schon ein Video zu gemacht, könnt ihr auch mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Insgesamt hat der Docker halt einfach eine extrem praktische Größe. Das heißt, der ist irgendwie nicht zu breit. Man kommt noch ziemlich gut in Parklücken rein. Von der Höhe her passt man auch, wenn man nicht gerade eine Dachbox drauf hat, auch noch in fast alle Parkhäuser rein. Ja, aber man hat natürlich innen drin mega viel Platz. Also, ne, das ist einfach sehr praktisch. Vom Motor her haben wir hier den 95 PS Dieselmotor, also den Blue DCI 95. Da hatten wir ein bisschen das Problem, dass wir hier so ein ziemliches Klappern im Motor haben, wenn der läuft. Das müssen wir auch noch reparieren lassen. Ich denke, das wird auch auf Garantie gemacht werden. Apropos Motor, als nächstes werden wir ein bisschen was über das Fahrgefühl und so sagen. Dafür werden wir uns jetzt aber mal ins Auto setzen. Das Fahrgefühl von einem Auto zu bewerten, bin ich jetzt natürlich kein Fachmann. Ne? Wir sind auch einfach nur ganz normale Autofahrer. Aber aus unserer Sicht fährt der Docker sich super gut und angenehm. Der Motor, den wir hier drin haben, ist ja der stärkste Dieselmotor, den es für den Docker gibt. Und das merkt man auch. Also der ist wirklich kraftvoll und meiner Meinung nach braucht man in keinem PKW einen stärkeren Motor. Also mit dem Motor kann man alles machen, was nötig ist. Du kannst damit problemlos auf der Landstraße überholen, kannst schnell beschleunigen, um auf die Autobahn drauf zu kommen. Ja, man merkt halt, klar, Dieselmotor, der hat einfach Power auch direkt beim Anfahren schon und das ist einfach sehr angenehm, damit zu fahren. Dadurch, dass wir hier jetzt auch einen sechsten Gang mit dabei haben, kann man auch auf der Autobahn bei ziemlich niedriger Drehzahl und sehr sparsam unterwegs sein. Also, ne, wenn wir längere Autobahnstrecken fahren, sind wir vom Verbrauch her ja irgendwie so zwischen, sag ich mal, 5,7 und vielleicht 6,3 Liter, je nachdem, wie schnell man fährt. Von der Geschwindigkeit her schafft man mit dem Docker meiner Meinung nach so 130 bis 150. Also 150 ist so das Schnellste, was ich auch über längere Strecken quasi am Stück mit dem Auto fahre. Schneller muss es dann nicht unbedingt werden. Der Motor, der würde so an sich auch noch ein bisschen mehr schaffen. Aber gut, das Auto ist halt durch die Höhe einfach auch, ne, relativ windanfällig und nicht ganz so windschnittig. Und es wird dann einfach hier drin auch ziemlich laut. Also das ist schon tatsächlich ein Nachteil am Docker. Der ist einfach nicht so gut isoliert, nicht so gut gedämmt. Es fängt bei höheren Geschwindigkeiten ziemlich an zu dröhnen hier drin. Ne, vor allem die Windgeräusche, die hört man halt schon sehr in der Karosserie oder wenn es draußen regnet. Das prasselt auch ordentlich hier drauf.
Deswegen kriegt man hier dann schon eine ziemliche Lautstärke drin. Bei 130 ist das noch ziemlich angenehm. Bei 150 geht es halt auch noch einigermaßen, aber schneller würde ich jetzt nicht unbedingt dauerhaft fahren wollen. Was das Fahren gerade auf der Autobahn halt auch ziemlich angenehm macht, ist der Tempomat, der hier mit drin ist. Den finde ich im Dacia Docker ziemlich genial von den Tastenbelegungen her. Hat man nämlich einfach hier auf dem Lenkrad direkt Zugriff drauf. Und im Wesentlichen braucht man eigentlich nur hier den Plus- und den Minusknopf. Ne? Plus, um den Tempomat zu aktivieren, reicht eigentlich im Wesentlichen schon. Man kann die Hand also hier einfach immer am Lenkrad lassen und den Tempomat damit direkt erreichen. Finde ich deutlich schöner gelöst als zum Beispiel jetzt bei VW, wo man immer hier hinten diesen zweiten Hebel oder so hat, wo man dann seitlich dran rumfummeln muss. Das hier ist wirklich eine schöne Lösung, meiner Meinung nach. Was allerdings auch der Fall ist, so bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, ich weiß jetzt nicht, was da der fachmännische Begriff für ist, aber es fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob die Lenkung so ein bisschen schwammig ist oder als ob die Lenkung bei hohen Geschwindigkeiten einfach ein bisschen zu leichtgängig ist. Also man hat immer das Gefühl, dass man die ganze Zeit dabei ist, so ein bisschen Korrektur zu lenken und nicht einfach geradeaus fahren zu können, ohne das Lenkrad zu berühren. Ist jetzt nicht weiter schlimm, gewöhnt man sich dran, ist mir aber irgendwie aufgefallen. Was ansonsten auch noch ziemlich cool ist, ist die Berganfahrhilfe, die hier mit drin ist. Die macht das Anfahren am Berg super einfach. Das heißt einfach, dass die Bremse, ne, wenn du sie loslässt und am Berg stehst, automatisch noch ein paar Sekunden weiter gehalten wird und man in aller Ruhe anfahren kann und sich da keine Gedanken drüber machen muss. Ja, als nächstes will ich ein bisschen was hier zum Innenraum sagen. Schon mal grob zusammengefasst würde ich einfach mal sagen, dass das hier drin alles sehr solide gebaut ist, relativ einfach gehalten ist und gut durchdacht und einfach praktisch ist. Das ist so das Wort, das, glaube ich, den Docker am besten beschreibt. Alles hier drin ist darauf ausgelegt, einfach praktisch zu sein und auch irgendwie ganz gut zu funktionieren. Wir haben hier vorne natürlich Hartplastik verbaut. Haben manche vielleicht ein Problem mit. Ich finde das überhaupt nicht problematisch. Ist pflegeleicht, leicht sauber zu halten und halt auch einfach robust und stabil. Ne? Also das ist halt solide. Da klappert auch nichts. Das ist, soweit ich das beurteilen kann, alles gut verarbeitet und überhaupt kein Problem. Das, was ihr hier vorne seht, ist übrigens der Spickzettel, auf den ich zwischendurch ab und zu mal drauf gucke. Apropos hier vorne, ne, wir haben hier natürlich auch super viele Staufächer verbaut im Docker. Das ist mega praktisch. Ich hatte noch nie auch nur ansatzweise ein Auto, wo man so viele Staumöglichkeiten hatte. Ne? Das heißt, hier oben die beiden Staufächer, dann hat man hier unten ein schönes Staufach, darunter das normale Handschuhfach. Dann hat man hier oben mega viel Stauplatz nochmal. Und hier auch noch Flaschenhalter für verschiedene Größen von Flaschen. Also da kriegt man wirklich alles unter. Gerade wenn man, wie wir jetzt auch, so campingmäßig unterwegs ist mit dem Docker, ist das echt sehr, sehr praktisch. Die Sitze hier vorne, die sind ziemlich bequem, finde ich eigentlich. Wir sind schon auch längere Strecken jetzt damit gefahren und da kann man gut drauf sitzen. Der Stoff hier ist natürlich so ein typischer Synthetikstoff. Im Sommer schwitzt man ziemlich, wenn man da drauf sitzt, aber ist jetzt auch kein Problem. Ist halt auch wieder praktisch, ne? Kann man irgendwie leicht sauber halten, glaube ich. Selbst wenn man da mal drauf kleckert, würde man das, glaube ich, problemlos wieder rauskriegen. Das Einzige, was ein bisschen unbequem ist an den Sitzen, meiner Meinung nach, ist die Kopflehne. Und zwar, weil die so weit nach vorne kommt. Also man hat gar nicht die Möglichkeit, wenn man hier angelehnt sitzt, den Kopf mal richtig gerade zu machen, ne? Also ich sitze, wenn ich mich hier komplett anlehne, immer so ein bisschen mit dem Kopf nach vorne geknickt. Das finde ich nicht ganz so optimal. Aber ansonsten ist das hier wirklich eine bequeme Sache. Eine der wenigen Sachen, die meiner Meinung nach wirklich billig wirken in dem Auto und nicht so gut gelöst sind, ist hier diese Armlehne, die der Fahrersitz hat. Also die hat halt irgendwie gar keine Einstellungsmöglichkeit. Die kannst du halt runterklappen oder hochklappen. Und das ist auch mehr so eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier. Ne? Also die wirkt wirklich so, als ob sie da einfach billig dran geklatscht wurde. Weiß ich nicht, die Aufpreis 100 Euro unbedingt. Oder so. Wobei sie beim Stepway, glaube ich, mit dabei war. Ne? Mhm. Aber wenn ihr dafür einen Aufpreis zahlen müsstet, lasst ihr lieber weg. Ja. Genau, was haben wir noch auf der Liste stehen? Ja, ist ein Dieselfahrzeug, das heißt, die Heizung braucht jetzt im Winter natürlich schon eine Weile, um warm zu werden. Gerade hier in diesem großen Auto mit großem Luftvolumen dauert es einfach eine ganze Weile, bis es hier drin richtig warm wird. Dafür hat man halt die Sitzheizung, um das so ein bisschen auszugleichen. Die wird nämlich super schnell warm und ist echt gut. Die hatte halt nur eine Stufe, das ist aber gar kein Problem. Ein bisschen komisch ist halt die Positionierung des Knopfes. Ne? Der ist hier außen an den Seiten, an den Sitzen. Ne? Wenn man die Sitzheizung vom Beifahrersitz ausmachen muss, als Fahrer, muss man sich halt ziemlich verrenken und einmal quer durchs Auto lehnen. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber gut, kann man mitleben. Ne? Kein großes Problem.
Neben der Armlehne gibt es noch ein was Zweites, was doch etwas billig wirkt hier an dem Docker. Und das ist hier diese Kofferraumabdeckung. Die ist halt auch Zubehör, ne? Muss man irgendwie für einen Hunderter oder so dazu kaufen. Die ist halt hier einfach nur so reingeklemmt. Das ist jetzt kein besonders hochwertiges Befestigungssystem. Ne? Die hat einfach hier links und rechts so eine Feder und ist da dazwischen geklemmt. Die soll wohl, habe ich gehört, während der Fahrt auch gerne mal einfach runterfallen, wenn es huckelig wird. Ist bei uns jetzt noch nicht passiert, aber okay. Ansonsten der Kofferraum natürlich riesengroß. Ein bisschen schade ist, dass man hier nicht seitlich oder so Befestigungsnetze hat. Ne? Das habe ich bei anderen Fahrzeugen schon mal gesehen, dass man irgendwelchen Kleinkram im Kofferraum reinpacken kann, der dann nicht durch die Gegend fliegt die ganze Zeit. Kann man aber auch gut mitleben. So, dann kommen wir noch mal so ein bisschen zur technischen Ausstattung hier im Docker. Fangen wir mal an mit dem MediaNav Evolution, mit dem Radio-Navigationsgerät, was wir hier drin haben. Dazu haben wir schon mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Ne? Verlinke ich euch da oben in der Ecke. Könnt ihr euch das ganz genau angucken. Da erkläre ich alle Funktionen davon. Will ich jetzt deswegen auch gar nicht so intensiv drauf eingehen. Ne? Nur mal grob zusammengefasst. Wir sind da sehr zufrieden mit. Ansonsten ist so die technische Ausstattung und die technischen Spielereien natürlich ein Feld, wo der Dacia anderen Automarken ganz einfach unterlegen ist. Weil es einfach eine sehr kleine Aufpreisliste nur gibt und man ganz, ganz viele Sachen, die man bei anderen Autoherstellern dazu kaufen kann, hier halt nicht kriegen kann. Also zum Beispiel so Sachen wie Regensensoren, dass die Scheibenwischer automatisch an- und ausgehen. Oder Lichtsensoren, dass die Lichter automatisch an- und ausgehen. Sowas gibt es hier halt einfach nicht. Und das sind halt schon Funktionen, die teilweise, glaube ich, bei anderen Herstellern sogar schon Standard sind heutzutage und die echt praktisch sind. Und ansonsten natürlich so Sachen wie Abstandshalteassistent oder Spurhalteassistent, solche Geschichten, die gibt es halt einfach bei Dacia auch nicht und kann man auch nicht dazu kaufen. Wobei das natürlich auch wieder Features sind, wo man bei anderen Herstellern dann auch ziemlich tief in die Tasche greifen muss, wenn man sie aufpreismäßig dazu kauft. Aber ja, gerade so Kleinigkeiten wie, dass die Scheibenwischer automatisch an- und ausgehen, hätte ich mir schon gewünscht und die gibt es hier halt einfach nicht. Ja, ansonsten haben wir hier halt auch noch so einen kleinen Bordcomputer drin, der so die wichtigsten Daten anzeigt, ne? Temperatur, Kilometer, Verbrauch, so das Übliche. Bisschen nervig daran ist, dass der halt immer nur einen Wert auf einmal anzeigt und man den halt nur nach vorne immer wieder durch einen Knopf durchschalten kann. Ne? Es gibt also kein Vor-, Zurück oder so. Deswegen ist man hier die ganze Zeit dabei, quasi durchzuschalten. Das stört ein bisschen, ist aber auch kein großes Problem. Schön wäre es, wenn er zumindest die Uhrzeit oder so dauerhaft anzeigen würde. Die hat man zwar hier auf dem Navi mit drauf, allerdings auch nicht in jeder Ansicht. Ja, ist so eine Kleinigkeit, aber kann man auch auf jeden Fall gut mitleben. Ja, wir sind insgesamt auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Auto. Wir würden es jederzeit wieder kaufen. Ja, haben den Kauf noch in keinem Moment bereut, würde ich mal sagen. Ne? Ist einfach insgesamt ein sehr, sehr solides und robustes Auto. Und das natürlich dann aber auch noch zu einem Preis, den man sich einigermaßen leisten kann. Ja. Ist natürlich immer eine Frage, was man für Ansprüche hat. Ne? Sicherlich irgendwie doppelt so teure Autos haben auch ihre Daseinsberechtigung und haben sicherlich auch hier und da noch ein bisschen mehr zu bieten. Aber das hier ist einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und ein super Auto, das wir absolut weiterempfehlen würden, oder? Auf jeden Fall. Immer wieder. Genau. Kann man, glaube ich, nicht so viel falsch mitmachen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen rauf. Abonniert vielleicht sogar auch den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ansonsten ist das hier höchstwahrscheinlich das letzte Video vor Weihnachten. Von daher wünschen wir euch auch frohe Weihnachten, schöne Feiertage und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.